Hallo und herzlich willkommen zurück bei Meteor Pictures Gaming. Natürlich hier immer noch bei American Truck Simulator. Ich weiß gerade gar nicht. Achso, wir haben auf den nächsten Dings eingestellt. Stimmt ja. Ich wollte mir was Neues kaufen. Oh, das ist ja blöd. Dann werden wir auch wieder unser Geld los, ne? Aber da können wir hin. Das ist sogar direkt da. Ist nicht viel Geld, was wir dafür kriegen. Ist aber auch nicht lang, oder? Wo steht's? 162 Meilen. Ja, komm. Müssen wir halt mal über uns ergehen lassen. Wo ist der denn? Ach, da. Da müssen wir ein bisschen weiter rum. Ganz rum hier, ja. Genau so. Na. Da backt er gerade ein bisschen. Gut, machen wir es ihm nicht so. Muss ich da eben gerade nochmal von vorne direkt rankommen. Wenn er da gerade ein bisschen Probleme hat, den Auflieger dazu greifen. So müsste es aber hinhauen. So sollte es hinhauen. Genau. Okay, ich stelle mich mal hier gerade hin und dann. Das wird jetzt sehr kritisch, da rauszukommen. Die anderen werden gleich auf der anderen Seite schon losfahren, sobald die durch sind. Okay, da ist jetzt rot. Das heißt, ich fahre jetzt hier, mache da mal diese Kurve und werde es wahrscheinlich nicht vermeiden können. Oh, bitte, kann ich es wenigstens vermeiden, da anzustoßen? Oh, nee, ich kann's nicht vermeiden, dagegen zu stoßen. Ich glaub's nicht. Peinlich. Ich wollte gerade sagen, ich kann es wahrscheinlich nicht vermeiden, dass die Begrenzung hier umzufahren. Das Hütchen, vor allem das eine, was wir da sowieso zur Seite geschoben haben, der muss noch mal dran glauben. Ein zweites Mal, sozusagen. Hallo. Ich hatte eigentlich die Kupplung betätigt. Ja, das muss man sagen, das hier ist ja natürlich ist immer noch sowieso bei den Spielen eine ärgerliche Sache. Also immer so doof, man weiß es immer nicht und dann ist das immer ein bisschen doof, weil in echt ist es natürlich so, wenn du die Kupplung nicht richtig durchgetreten hast, kannst du halt eben den Gang einfach nicht einlegen. Also er geht ja nicht rein und hier ist es halt so, du kannst ja schalten, aber dann ist der Gang einfach nicht drin, wenn du die Kupplung nicht getreten hast. Das ist immer ein bisschen strange. Aber was dann natürlich in echt nicht funktioniert, was hier geht, halt, ich kann den Gang halt einfach reinlegen und dann kann man es halt bei den meisten Spielen halt immer beheben, indem man dann nachträglich die Kupplung tritt, wenn jetzt der Gang drin ist. Ist immer ein bisschen strange. Aber es ist einfach eine Gewöhnungssache. Andererseits auch. Wieder ziemlich schick hier, ne? Also Arizona gefällt mir schon mal auf jeden Fall so. Also es ist sehr schick da irgendwie. Das ist lustig. Teilweise wirkt hier, also wenn ich jetzt so bedenke, so bei The Crew gibt es ja sehr viel, ne? Sehr viel Landschaft und sehr, sehr coolen Krams. Aber teilweise wirkt es hier fast noch eindrucksvoller, weil es hier so, ich sag mal so, unerwartet kommt. Hier ist es ja wirklich so, dass man sehr an halt wenige Straßen gebunden ist. Und sich halt eben auf diesen wenigen Straßen dann immer halt richtig freut, wenn man sowas am Straßenrand dann sieht, sowas Cooles irgendwie. Wie schick sieht das LKW jetzt eigentlich inzwischen aus? Ja, das ist ziemlich cool schon.
Ich weiß gar nicht. Eigentlich ist das sogar ganz cool, der Kuhfänger, den wir im Moment haben. Wird ein bisschen schwierige Entscheidung jetzt, welchen wir dann nehmen. Ob wir jetzt halt wirklich erstmal neu kaufen. Oder wir fokussieren uns halt jetzt tatsächlich doch erstmal auf eine bessere Garage, dass wir halt jemanden noch einstellen können, einen zweiten Fahrer. Und dann geht's los und holen wir uns einen großen Truck. Würden wir kaufen erstmal, ja okay, dann müssen wir wahrscheinlich für den Truck kaufen, das wird auch so ein Punkt. Da müssen wir uns dann erstmal einen kleinen Truck dann wiederholen. Vielleicht dann diesmal den Kenworth. Holen wir uns den kleinen. Und dann aber ohne alles. Also der mit der billigsten Ausstattung und dann nach und nach. Dann kriegt er dann mal hier die. Weil es bei dem halt ja ein bisschen schick aussieht als beim Peterbilt, der wird dann hoch. Dann wird das so ein hoher. Das ist nicht schlecht. Ja, also wie gesagt, dieses eine Modpack da finde ich halt ziemlich cool. Diese Idee halt eben für die Trucks, für die Zugmaschinen. Liveries zu machen hier von den Firmen aus dem Spiel. Falls halt natürlich eigentlich realistisch ist, dass halt auch viele Firmen eben ihre Trucks haben, die halt dazu gehören. Andererseits ist es natürlich auch so, wo schickt er mich jetzt gerade? Schickt er mich jetzt gerade im Kreis? Halt. Nee, doch nicht. Umgekehrt ist es allerdings natürlich auch so, dass es gleichzeitig auch schön wäre, das System so zu haben, halt eben, da man ja sowieso seine eigene Firma, sage ich mal, gründet und andere Leute auch einstellt, wäre es natürlich gleichzeitig auch cool, das Ganze so zu haben, dass man eben halt gerade seine eigenen privaten Trucks hat und die dann halt, und dass man dann halt wirklich nur bestimmte Aufträge annehmen kann, zum Beispiel halt nur höhere Anhänger fahren kann, wenn man halt eben so einen Truck mit Aufbau oben dran hat, beziehungsweise noch besser wäre es halt, wenn man die Aufträge fahren kann, aber dann zum Beispiel die Fahrer dann langsamer fahren müssen halt und die Aufträge nicht so schnell erledigt werden können, wenn man halt eben keinen so einen Dachspoiler da oben drauf hat. Naja, die haben die ja auch sowieso noch, also man hat ja noch viel Zeit bei dem Spiel, da so einiges zu entwickeln und so. Es ist ja halt schon so geplant, dass das Spiel halt noch immer weiter vergrößert werden soll mit der, also die Map halt mit weiteren Staaten und so. Das heißt also, warum sollten nicht auch noch anderes kommen? Man kann dann ja so, doch mal schauen, also ich bin halt mal sehr gespannt, was LKW-mäßig halt vielleicht noch drin ist. Aber wie gesagt, da warten wir erstmal schon seit sehr langer Zeit jetzt auf den, oder ich zumindest schon seit sehr langer Zeit jetzt auf den Peterbilt, da der ja eben halt es damals zumindest hieß, dass er confirmed ist.
Ups, wollte ich nicht. Wenn der dann erstmal da ist, also der ist, finde ich, sehr schick. Ich kann mich halt auch sehr schwer entscheiden, welchen ich schicker finde, ob den oder den Kenworth hier. Ich finde den Kenworth ziemlich cool, aber der Peterbilt ist halt eben auch sehr cool. Und es kann natürlich sein, dass sie sich das mit diesen Flügeln auf dem Dach, was ich halt meinte, für den Peterbilt aufsparen, dass der sowas haben wird. Als Tuning-Möglichkeit. Oder halt, ja, Anpassungsmöglichkeit. Customization. Ja, ich werde müde, das weiß ich auch. Das Problem ist, ich kann nichts tun, denn die Ampel ist rot. Ah, und wir haben den ersten Peterbilt-Händler entdeckt. Super. Das ist ja grandios. Und ich bin falsch gefahren. Das ist mir jetzt aber auch egal. Ja, aber guck mal, das hier gefällt mir schon echt sehr gut, dass man hier überhaupt so in die Städte, sag ich mal, in so eine... Also dass man halt auch hier in realistische Vororte oder sowas halt auch, also oder generell in... Ja. Was realistisch ist, hier reinfährt, wo man die Waren abliefern muss. Nicht so wie teilweise das noch bei Euro Truck Simulator war, dass man also da wirklich das Gefühl hatte, man kommt da wirklich nur in so ein ganz komisches kleines Hallo. Oh. Da Copy and Paste hingesetztes Winz-Industriegebiet. Und sieht halt die Stadt hinten nur als Bilddatei. Das hier finde ich ein bisschen anders, ein bisschen schöner wirklich gemacht. Oh. Ja, ich war diesmal immer noch eingeschult. So, und ich weiß, dass ich hier gerade völlig falsch bin auf dem Gelände. Das ist mir schon klar, nur ich habe eine Wendemöglichkeit gesucht. Aber wundert mich, dass es jetzt plötzlich so ist, dass, also was mir so war, als wäre das sonst nie gewesen, dass man jetzt auch während eines Jobs scheinbar andere Jobs annehmen kann, oder zumindest diese Symbole da sind, weil das macht, also die Atmosphäre ja eigentlich ein bisschen kaputt, finde ich, ne? Wenn man da die ganze Zeit so diese nervigen Symbole hat. Was ist denn das? Warum wirkt das sich die ganze Zeit ab? Ich habe gerade runtergeschaltet, hat die Kupplung nicht angenommen, oder was? Also... Es ist zumindest ziemlich unwahrscheinlich, einen Wagen beim Runterschalten abzuwürgen. Och, jetzt kommt man da auch noch wieder nicht mehr raus und so. Das ist alles hier wieder kritisch, ey. Und wieder nur 25 erlaubt. Ich glaube es nicht. Ist das hier schon die Straße? Ja, das ist schon die Straße. Okay. So, muss ich hier jetzt rechts rein oder was? Ja. Oh Gott, ey, wie kann man... Also... Realistisch, realistisch, dass hier die unterschiedlichsten Situationen gibt, aber beschissener kann man es ja auch hier nicht irgendwie reinbauen, ne? So.
Den Hof, gut. So. Ja, wir wollen auch gerne ein bisschen höheren Anspruch, um dann auch wieder zu punkten. Und es würde mich sehr stark freuen. Ja, ich weiß, ich muss schlafen. So, es würde mich nur halt sehr stark freuen, wenn ich vielleicht sogar in diesem Fall die Möglichkeit hätte hier. Ja, oh, cool, es passt. Ich glaube es kaum, es passt. Ich kann hier einfach so. Das hatte ich mir gewünscht, weil so ist es dann natürlich easy, da jetzt reinzufahren. Sollte es zumindest hoffentlich sein. Jetzt ist das Blöde, dass das Ganze genau so gerade hinter uns ist, die Lücke, dass ich jetzt gar nicht sehen kann, wann ich reinfahre und wann nicht. Aber das hier dürfte ganz gut sein. Ja, das ist super. Na, noch ein Stück. Ein Stück noch weiter rüber hier. Komm, 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 komm. Ja, super. So, jetzt, wenn wir jetzt noch ein bisschen wieder zurückdrehen hier, glaube ich. Guck, dann passt das. So. Und dann haben wir auch kein Problem mit den Zeiten, von wegen nicht geschlafen und so. Passt. So. Arbeitstier, ja. 38.000. Bank, also wir können uns halt den Fetten hier leihen, aber wollen wir das? Stimmt, ich sagte ja, wir wollen das machen, eigentlich den fetten Kredit uns leihen. Bedeutet nur allerdings, dass ich dann halt auch 400.000 brauche, um ihn zurückzuzahlen. Den hier könnte ich natürlich ganz einfach dann wieder zurückzahlen. Sehr bald. Beziehungsweise werde ich ihn wahrscheinlich schneller so abzahlen. Der wird hier sehr schnell abgezahlt sein. Tägliche Rate 1814. Aber das ist jetzt natürlich mit 5788 eigentlich auch völlig okay. Obwohl, knapp, weil wir für viele Jobs brauchen wir 2 Tage. Viele Jobs, die wir machen. Also jetzt auf jeden Fall soll es direkt, nachdem wir geschlafen haben, soll es auf jeden Fall gleich nochmal ein neuer Job sein. Da bin ich schon mal fest von überzeugt. Das habe ich schon entschieden. So, und um es uns einfach zu machen, glaube ich, gehen wir gleich einfach mal zu Peterbilt zum Pennen, oder? Gibt es hier noch was zu entdecken? Nee. Ja, oder wir gehen da zu der Werkstatt. Gehen wir mal dahin. So. Ich weiß, dass es ja auch ein bisschen unvernünftig von mir ist, wie ich hier mal abbiege, aber ich meine, wenn da keiner ist, ist ja auch egal, ne? Kann man sich auch mal leichter machen. Oh, ich habe noch Licht an. Dankeschön. Vor allem, du kommst eine Weile zur Ruhe. Da komme ich mir mal vor, als spiele ich hier nicht ATS, sondern als spiele ich hier auf Achse. Das, weißt du, so ein Brettspiel. Es gibt ja dieses auf Achse, halt so ein LKW-Brettspiel. Ist doch ganz cool. Aber so kommt man sich dann da, finde ich, immer vor, wenn da steht, so, du kommst eine Weile zur Ruhe. Für 500 können wir ihn reparieren, aber eigentlich ist es auch unnötig. Macht keinen Sinn, lohnt sich nicht, machen wir eh wieder kaputt. So. Ja, wir könnten halt, ne? Wir könnten. Wird so aus. Nein, danke. Könnte ich bitte meinen.
Ach. Kann ich bitte mein Design wieder haben? Dankeschön, so. Das ist alles hier schon drin, alles was geht. Ich könnte ihn halt ein bisschen schicker. Wir können hier ein bisschen flotter natürlich designen. Das wollen wir halt nicht, sondern halt eben das. Wenn man sowas schon hat, so, aber. Ja, was ist netter? Das, was wir hatten, oder das? Ich finde das, was wir hatten, eigentlich ganz geil. Ich glaube, das behalten wir erstmal. Und sowas steht ihm halt nicht. Aber das Ding ist schon das Große, naja. So, und das Ding ist halt nach wie vor scheiße. Ja. So, zwei Auspuffer wollen wir auch nicht. Das ist eigentlich immer noch alles so. Sag mal, gab's nicht. Ach, das gibt's nur für den langen, gibt's hier diese Dinger. Okay. Ja, also lohnt sich für uns hier nichts zu machen. Okay. Ups, da hatte ich gerade noch einen Gang drin. Und was sagt der Frachtmarkt? Nice. Aber ein bisschen finde ich das hier besser. Fahren wir immer ein bisschen und kriegen 3000 dafür. Da fahren wir ein bisschen weit und kriegen 8000 dafür aber auch. Aber wohl, wenn wir gerade mal wieder sind, richtig kurz machen. Aber das ist wieder einer mit Scheiße einparken, bestimmt. Aber komm, den machen wir kurz. Obwohl es bestimmt einer mit Scheiße einparken ist. Licht wäre nicht schlecht. Könnte ich auch was sehen. Ah, ja, habe ich gerade das Licht vorher noch ausgemacht, ne? Vor allem die Stadt ist hier auch wirklich so klein, dass hier man definitiv das hinbekommt. Ich würde es auch angenehmer finden, übrigens, wenn die Strecke auf dem Navi, die man fahren muss, wenn die hinter einem verschwinden würde, weil so hat man immer das Problem, dass man ganz oft überhaupt nicht wirklich sehen kann, wo es längs geht, weil halt nur alle paar. Ach du Scheiße. Ich bin jetzt schon spät dran, oder was? Ah, ja, geil. Geil. So ist das, wenn man in so einer kleinen Stadt hier fährt. Ach du Scheiße, ey. Ja, komm. Passt das? Oh, nee, passt nicht. Okay. Ja, komm, jetzt flott, mach. So, das sollte. Hallo? Ey, können die nicht gucken oder kann ich nicht gucken? Da war doch eben der. Zapfen. Wenn der Zapfen da reingeht, dann ist das doch richtig, oder nicht? Hallo? Ich steck doch da. Oh, meine Güte. Ja, das kann ich vergessen. Den habe ich jetzt ja schon verloren, den Auftrag hier. Was soll denn das? Ich denke, der soll da auf den. Das passt hier hinten und vorne nicht, was die einem hier verkaufen wollen, als was hier von vorne da ranfahren ist und so. Oh, jetzt kommt, geht das hier wieder los. Ja, eigentlich kann ich das jetzt schon. Ich könnte den Job genauso gut jetzt einfach kündigen. Warum komme ich überhaupt erstmal gar nicht davor vor den LKW, ey? Vor den scheiß Auflieger. So. Bin jetzt gerade davor, ne? Das sagt ihr auch. Das seht ihr auch. Dankeschön.
Ja, kann gleich Warnblinker anmachen, ist eine gute Idee. Eigentlich echt nicht schlecht. Ja, komm, jetzt wird schon grün. Ich dreh gleich durch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dankeschön. Ich weiß, ich musste hier gerade mal so rüber. Ja. Da stehe ich da. Gut. Oh, scheiße, der Anhänger steckt hin fest. Ganz sicher nicht. Das mache ich nicht. Oh komm, das passt jetzt aber, ne? Oh, ich glaub das nicht. Dass sie es immer auch genau so bauen müssen, dass es immer genau auf einen, auf den Meter genau nicht passt. Das ist doch nicht. Wer baut denn sowas? Das mal mit dem LKW? Dass immer genau die letzten 50 cm des LKWs nicht passen. Das ist doch irgendwie nicht normal. Danke. So, dann sind wir jetzt bei, Schön! Das war genau das, was ich jetzt so preislich erwartet hatte. Alter, das geht doch nicht. Eine Stunde kommen wir rechtzeitig hin. Na komm, schnell und gefährlich. Das ist schnell und gefährlich, gefällt mir. Das könnte was Gutes sein. Wovon wir profitieren. Weil wir dann vielleicht Geld dafür kriegen. Oh, ich habe schon wieder den Warnblinker gedrückt. Irgendwie drücke ich immer einen Knopf zu tief. Und ich bin wieder über den 25. Die sind alle so toll hier. Und ich kann die schon wieder gerade überhaupt nicht sehen. Ist jetzt das wieder der hier oder. Oh, das. Ich kann kotzen. Das ist. Man kann das Ganze auf dem Navi so scheiße sehen. So. So. Jetzt funktioniert es doch. Wunderbar. Dann los hier. Bloß schnell weg aus dieser Stadt, bevor jetzt auch noch ein anderes Auto kommt oder so. Von dieser Stadt habe ich genug gesehen. Da möchte ich nicht mehr länger sein. Hier werde ich mich auch niemals heimlich fühlen.
Das ist mir eindeutig hier alles zu verwinkelt gebaut, um mit einem LKW da durchzufahren. Und jetzt auf die Autobahn und Gas geben. So, ich mache mir hier kurz das Fernlicht an, weil ich sonst hier überhaupt nichts sehen kann. So, das könnte jetzt hier was werden. Wir können ja so viel Stoff geben, zum Glück. Oh, tanken müssen wir bald mal wieder. Aber reicht noch alles. So viele Meilen sind es ja, glaube ich, nicht. Sind über zwei Städte fahren wir da hinten. Scheint schon die nächste Stadt zu sein. Das ist ziemlich gut. Das heißt, wir sind. Also, das heißt, weit müssen wir nicht fahren. Okay, das sind nur Tankstellen, gut, und Rastplätze. Das ist keine Stadt. Aber, demnächst dürfte hier dann die nächste Stadt auftauchen. So, da möchte mich jemand überholen. Darf er auch? Ah, ja, da sehen wir schon die nächste Stadt. Und da müssen wir auch irgendwie draußen, wir müssen wirklich darüber fahren. Gut. Nehmen wir also wirklich die Route über diese Stadt in Form von, wir fahren wirklich da durch. Was ist das denn? Also diese, also das ist auch so was, LKW fahren will gelernt sein, also diese LKWs haben manche hydraulischen Eigenschaften, die sich mir halt noch nicht so ganz erschließen, die aber wirklich einige davon sind so, dass ich sie mir vorstellen kann, dass sie in echt so existieren. Nur, dass, wie gesagt, ich einfach nur nicht, echt nicht damit klarkomme, weil man nicht damit rechnet. Wie zum Beispiel das hier halt gerade, dass der LKW dann tatsächlich rückwärts ein Stück, ein paar Meter den Hügel wieder hochrollt. Es kann sein, dass das tatsächlich eine Sache der Hydraulik ist, dass sowas durchaus beim LKW passieren kann. Rocks on Route 66. Ah, deswegen, weil es hier die Route 66 ist, kann man hier so viele Souvenirs kaufen, wie zum Beispiel Steine. Super. Richtig super. Ich meine, ich wollte schon immer mal Steine von der Route 66 haben. Sag mal, gab es eigentlich in Nevada, fällt mir gerade ein, bei Route 66, ich weiß nicht, wie ich bei Route 66 drauf komme, aber gab es eigentlich in Nevada auch Good Springs? Also der Ort, wo man bei Fallout New Vegas startet? Es gibt den ja tatsächlich, ist halt wirklich so ein ganz, ganz winziger Ort. Also es gab ja auf jeden Fall Prim, ne? Also durch Prim sind wir ja schon öfters durchgefahren, was man ja durchaus aus Fallout New Vegas kennt.
Ja, ich weiß. Ich muss tanken. Aber so bald dann auch wieder nicht. Und warum fahren die eigentlich so lahm? Ich hoffe, sie geben jetzt auch ein bisschen Gas, also sonst kommen wir auf keinen Fall da den Hügel rauf. Leute. Gerade schon wieder kritisch, ne? Achso, okay, jetzt runter auf 35, da muss man dann halt langsamer werden. Sehe ich ein? Sehe ich ein? Ah, okay, hier geht es wieder weiter mit 25, das heißt, wir können noch gleich im dritten runter, aber beziehungsweise erstmal runter in den zweiten, denn wir müssen erstmal abbiegen. Was ja auch nicht ganz stimmt, wir sind irgendwie schon im vierten Gang oder so. Ich rede immer hier vom ersten, zweiten, dritten, vierten und so weiter und so fort. Dabei ist das natürlich eigentlich nicht ganz korrekt, weil ich ja nur so schalte, als wäre es eine Sechsgang-Haarschaltung. Wobei wir eigentlich immer einen Gang überspringen. Wir schalten nämlich gerade, im Prinzip habe ich das ja gerade auf Splittergetriebe, benutze den Splitter aber nicht, sondern schalte halt eben einfach nur jeden zweiten Gang. Hinten sehe ich eine Ampel. Sehr schön, ja. Finde ich cool. Ich mag das. Mit der Track IR. Ich finde, ab und zu muss man das mal genießen, doch wirklich das mal richtig nutzen mit der Track IR, dass man sich wirklich mal so umguckt. Nochmal so rüberlehnt hier irgendwo. Das ist ja eigentlich echt cool, dass man es kann, muss man echt sagen. Das ist ja schon fast hier. Ist natürlich nicht ganz so cool wie Virtual Reality, aber es ist halt auch schon, es geht schon so in die Richtung einfach vom Erlebnis her, dass einfach derbe cool ist, sich hier so umgucken zu können und halt auch wirklich da näher ran zu können und so. Aber mit VR wäre das, sage ich euch, sicherlich noch cooler. Aber ich kann mich ja erheben hier. Und noch schöner wäre es, wenn ich jetzt einfach weiterfahren könnte. Dankeschön. Oder war ich gerade im zweiten schon? War mir gar nicht aufgefallen. Und hier gibt's Donuts, was sehr gruselig aussieht, denn den Donut möchte ich nicht essen. Also okay, es war nur braune, also es war halt nur Schokoglasur mit Streuseln, so sah es aus, aber wenn dann also die Streusel so leuchten und so braun, sieht irgendwie unansprechend aus, muss ich sagen. Nicht so hübsch. Vielleicht immer das andere ansprechen, da wenn man da immer halt so wirklich diese Donuts mit so pinker Glasur immer dann da so als ja, wie nennt man das, als Skulpturen da drauf hat auf dem Dach bei so einem Donutladen, finde ich dann irgendwie ansprechender. Klassische Simpsons Donut da. So. Haha, ich bin schneller als du. Und dort ist Walbert und zu Walbert müssen wir hin. Mal wieder. Nee, wir müssen zum Supermarket. Wir müssen gleich zu Walbert. Ach du Scheiße. Den kann ich euch sagen, kriege ich da schon wieder. Das wieder diese Nummer, den kriege ich da niemals rein. Ich muss den nehmen. Das ist dieses einzige Gelände,
auf dem ich eben diese einzige Position einfach absolut nicht kann. Ich glaube, im ganzen Spiel, von all den ganzen LKW, die Anhängerabstellpositionen, die wir bisher hatten, ist das hier immer auf diesem Grundstück, glaube ich, wirklich die einzige, die ich wirklich nicht kann. Ich krieg das nicht hin. Da ist selbst noch dieses andere Ding leichter, wo man da einmal so im Kreis, also wo man einmal dieses U sozusagen fahren muss, da am Hafen, oder wo das halt öfters ist, das, dieses ganz komische, das ist zwar auch scheißschwer, aber immer noch besser als das hier. Weil man einfach keinen Platz zum Wenden hat. So, damit sind wir auch wieder am Ende dieser Folge. Haben ein bisschen Geld und ja, in der nächsten Folge werden wir mal dann schauen, ob es dann ja, ob es dann eher der Kredit für, also ob wir dann eher noch warten und es dann der Kredit für 100.000 wird oder ob es dann doch der Kredit für 400.000 wird, direkt. Wir werden sehen. In der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.